diese Gaben gegeben hat. Wir müssen also nicht alle gleich werden. Wir müssen nicht alle die gleichen Lieder singen oder die gleiche Kleidung tragen. Schon in der ersten Christenheit durfte es Unterschiedlichkeit geben. Paulus war darauf bereit, sich einzulassen, für die Griechen ein Grieche zu werden, für die Juden ein Jude zu werden, um nur einige zu gewinnen. Und so wird unsere Unterschiedlichkeit zu einer großen Chance. Denn für jeden von uns gibt es einen Ort, einen Platz, etwas, was nur wir selbst tun können. Wir können uns einbringen, wir können etwas bewegen. Und das wünsche ich euch hier in Annaberg, das wünsche ich mir für mein Leben, das wünsche ich uns als Christen in Deutschland. Die Aufgaben sind so groß, dass wir unsere Unterschiede nicht gegeneinander ausspielen, sondern dass wir miteinander anpacken, uns auf das Gemeinsame konzentrieren und dann etwas zur Ehre von Jesus und zum Heil und Wohl der Menschen in unserem Land tun. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch Gottes Segen. Dankeschön.